Frank, vorhin bei der Ankunft im Trainingslager hier in Aigo im Familien- und Sportresort gab es die Begegnung mit dem einen oder anderen bekannten Gesicht aus dem letzten Jahr beim Hotelpersonal. Wege und Gegebenheiten sind auch bekannt. Spielt das eine Rolle, um sich sofort zu akklimatisieren und auf die Trainingsarbeit fokussieren zu können? Ja, definitiv. Das hat den Vorteil, wenn man eben alles kennt, dass man keine Eingewöhnungszeit braucht. Sozusagen geht es für uns direkt los. Wir haben ein gutes Hotel, wir haben gute Trainingsbedingungen und von daher, wir sind zum Trainieren, zum Arbeiten da, können direkt loslegen. In Heidenheim lag der Schwerpunkt in den letzten Tagen vor allen Dingen auf der fußballspezifischen Ausdauer. Worin liegt jetzt hier der Schwerpunkt? Ja, wir sind jetzt in der dritten Woche. Wir beschäftigen uns schon die letzten Tage, aber hier in Aigen, insbesondere auch mit unserem eigenen Spiel, mit der Taktik, orientieren uns einfach daran, was uns letztes Jahr stark gemacht hat, was wir uns wieder arbeiten müssen, was wir aber auch weiter uns entwickeln wollen. Und sowohl in der Defensive wie in der Offensive haben wir genügend Themen. In diesen 8, 9 Tagen haben wir 12 Einheiten, 2 Spiele, steht eine Menge auf dem Programm. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir hier dann zurückfahren, einen Schritt weiter sind. Und was natürlich auch nicht zu kurz kommen darf, was auch sehr wichtig ist, ist die Mentalität, die uns immer wieder auszeichnet. Wettkampf in jedem Training, Wettkampfcharakter, die Mentalität von jedem Spieler, auch die Konkurrenzsituation spielt eine Rolle natürlich hier im Trainingslager und von daher gehe ich davon aus, dass richtig Feuer drin sein wird, dass die Spieler aufmerksam letztendlich auch die Einheiten aufnehmen werden und alles dafür tun, dass wir einen Schritt vorankommen und natürlich dann auch die 2 Testspiele sind für uns wichtig. Über jeweils 2x60 Minuten wird jeder Spieler genügend Spielpraxis bekommen, um schon den ersten Fingerzeig als Trainer zu bekommen, wer es am besten und am schnellsten verinnerlicht hat, was wir vorhaben. Also man hört raus, im Endeffekt jetzt 3 Wochen vor Osnabrück, vor dem Auftakt, ziemlich genau 3 Wochen vorher beginnt endgültig oder nicht endgültig, sondern es beginnt die heiße Phase der Vorbereitung, kann man das so nennen? Ja, jeder Tag ist wichtig, bloß die Schwerpunkte verändern sich eben in diesen 6 Wochen Vorbereitung. Natürlich spielt der konditionelle Aspekt am Anfang eine größere Rolle. Jetzt hier mit 2 Einheiten täglich auf dem Platz steht natürlich das Fußballerische im Vordergrund, ist ganz klar. Und deswegen darf man nicht vergessen, wenn die Zeit hier, wir fangen jetzt erst an, aber wenn die Zeit vorbei ist, nächste Woche am Sonntag, dann ist es nicht mehr so lange bis zum ersten Spiel. Und von daher ist es wichtig, dass Sie jeden Tag nutzen vom ersten Tag beginnend über das Trainingslager hier in Aigen bis dann die guten 10 Tage, die wir dann haben, bis zum Spiel in Osnabrück. Alles klar, dann vielen Dank und schon mal jetzt gutes Trainingslager. Dankeschön.